morgen liebe geschwister gnade und frieden von unserem herrn sei mit euch er ist in unserer mitte da einfach jetzt diese stunde im gottesdienst schon so reich gesegnet so schön ist es in der gegenwart von unserem herrn zu sein und dann zusammen mit euch einige von euch kennen wir jetzt schon etwas besser andere noch nicht so sehr und mir kamen immer wieder die Tränen jetzt auch schon, während wir sangen und immer wieder sage, so, dies ist jetzt auch so ein bisschen unser Abschied. Wir waren jetzt immer wieder bei euch und äh, da denke ich immer, ja, wenn wir hier in der Nähe werden, da wäre dies unsere Gemeinde. Und äh, wir haben uns sehr gefreut, wir wurden wirklich erbaut, ja, durch euch von dem, was wir gesehen haben, gelernt haben und wir nehmen es auch mit. Ich möchte heute. Einladen zum Predigtext. Johannes 13 passt so wunderbar zu der Abendmahlsfeier, denn es ist eigentlich die Abendmahlsfeier nach Johannes. Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 15. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach, danach goss er Wasser in den Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Titel meiner Predigt heute: Die Liebe auf Knien. Die Liebe auf Knien. Jesus weiß, dass seine Stunde gekommen ist und er verabschiedet sich jetzt von seinen Jüngern. Vom Kapitel 13 bei Johannes bis zum Kapitel 17 haben wir eigentlich jetzt diese Zeit des Abschieds. Johannes fokussiert sehr stark darauf. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern von groben Fischern und ja. Politikern, Steuereintreiber, hat er jetzt ja, Menschenfischer gemacht oder er ist noch dabei? Denn hier müssen Sie natürlich noch eine ganz große Lektion lernen. Sie hatten ziemlich viel von Jesus gelernt. Drei Jahre mit Jesus, das muss gewaltig gewesen sein. Sie waren ausgesandt worden zum Predigen. Sie haben Kranke geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben, ja, mit seiner Kraft und in seiner Kraft gewirkt. Sie waren so weit, dass sie sich jetzt so sahen, also dass sie jetzt schon die Kapazität hatten, zur rechten und zur linken Jesu zu sitzen und mit ihm zu regieren. Es war ja das Passamal. Ich glaube, hierauf war jetzt eine ganz große Erwartung auf diesem Tag. Denn. Passa erinnerte ja an die Erlösung der Israeliten. Und sie waren ja jetzt wieder geknechtet durch die Römer. Und Jesus ist doch der Messias, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Und ich kann mir vorstellen, es steht nicht geschrieben, dass viele in dieser Erwartung jetzt dieses, diesen Abend erleben wollten. Also wie Jesus jetzt diesen Leuten Anweisungen gibt, wie es jetzt vorangeht, wie jetzt Israel befreit werden wird. Vielleicht war die Enttäuschung bei Judas so groß, dass er ja ihn dann doch verraten hat, weil das war bestimmt die Erwartung des Judas. Anstatt mit Krone und mit Zepter zu regieren, nimmt Jesus eine Schüssel. Und ein Tuch in die Hand und sagt: Dies sind die Elemente, um das ich mein Reich baue. Es ist ganz anders, als ihr es euch vorstellt. Er hatte in Matthäus 10, 28 schon gesagt: Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Die Einstellung Jesu. Und er sagte auch zu seinen Jüngern immer wieder, das kommt mehrmals vor, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Damit hat Jesus die, ja, die Schiene gelegt für die Gemeinde, dass die Gemeinde eine dienende Gemeinde sei. Wenn unser Herr ein dienender Herr ist, dann soll auch die Gemeinde eine dienende Gemeinde sein. Tuch und Schüssel sind hier mehr als Gegenstände sind hier mehr als Dinge oder Objekte Tuch und Schüssel haben mit der richtigen Haltung zum Dienst ja zu tun wir sollen dienen und wir wollen auch dienen aber wichtig ist nicht nur dass wir dienen wichtig ist wie wir dienen. Und da kann der Dienst manchmal ganz, ganz anders aussehen, wenn wir richtig dienen, wie er es auch von uns erwartet. Und deshalb sagt er auch, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ja, viele haben die Füße gewaschen von, von vielen Männern zu der Zeit. Jetzt sagt Jesus, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wir wissen, die Fußwaschung ist in vielen Gemeinden noch üblich und das ist auch gut. Wir praktizieren es bei uns auch öfters. Aber ganz, ganz wichtig ist die Haltung, die ich wirklich habe, tief in meinem Herzen, die nur Gott und ich oft sehe und kenne. Und diese Haltung macht den Unterschied. Und diese Haltung, die der Herr hier auch hatte, die will er in meinem und in deinem Leben auch sehen, damit dein Dienst auch fruchtbar ist, dass dein Dienst auch was bewirkt. Und nur durch diese zwei Haltungen wird der Dienst wirklich Gott ehren und wird der Dienst ja wirklich einen Unterschied im Leben der anderen machen. Und das sind Haltungen, also ich habe hier nichts Neues ausgefunden, das steht einfach im Text drin die wir schon gut kennen und mit dem ich große Mühe in meinem Leben haben, habe. Die erste Haltung und Grundhaltung für den Dienst ist die Demut. Einfach demütig dienen. Jesus und die Jünger sitzen am Tisch und plötzlich steht Jesus auf. Er sagt kein Wort. Er legt sein Obergewand ab und dann nimmt er die Schüssel, gießt Wasser rein und nimmt das Tuch und dann fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen. Er ist der Meister und der Herr, aber er kniet nieder, um die Arbeit des geringsten Sklaven zu tun. Das Gewand zu der Zeit war das schickste Teil des Outfits, der Kleidung zum Beispiel eines Mannes. Wenn, die Kleid, wenn dieser, dieses Obergewand abgenommen wurde, dann stand der Mann buchstäblich mit Unterwäsche da. Jesus steht so da. Wenn jemand in dem Raum die Tür geöffnet hätte, ohne sie zu kennen und reingeschaut hätte und Jesus gekniet vor diesen anderen Männern in dieser Kleidung und Haltung gesehen hätte, hätte er gesagt: Hier ist alles in Ordnung. Hier dient der Sklave die, die höher stehen als er. Interessant ist der Einschub, den Johannes in Vers 3 macht. Interessant, es bräuchte ja nicht sein. Warum steht es da? Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Er wusste genau, wer er war. Er hat nicht vergessen, wer er war. Er wusste ganz genau, seine Identität stand fest. Wenn ich oft mit diesem, diesem Kampf habe, mit meinem Hochmut und so weiter, dann ist es zum Teil auch, weil meine Identität vielleicht nicht ganz fest steht. Und ich Angst habe, dass man mich vielleicht doch anders sieht. Bei Jesus steht er fest. Er weiß, dass er der Herr aller Dinge ist. Er weiß, dass er der Erbe aller Dinge ist. Er weiß, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden zusteht. Er wusste. Und trotzdem kein Problem, kniend jetzt vor seinen Jüngern ihre schmutzigen Füße zu waschen. Im Jahr 2000 habe ich eine ganz große Lektion erlebt und ja, durch einen Bruder aus unserer Gemeinde, die wir in Curitiba geleitet haben. Er kam zu mir, ich war im Gemeindebüro und er sagte: Dietmar, er könnte mein Vater sein, er war viel älter als ich. Ich war damals noch anfangs 30er Jahren. Und er sagt: Dietmar, es brennt mir auf dem Herzen. Ich muss hier diesen Slum, dieser Favela, diesem armen Viertel in der Stadt Curitiba helfen. Ich kann da nicht mehr durchfahren und nichts mehr tun. Ich muss helfen. Er war der reichste Mann in unserer Gemeinde, war sehr, sehr reich. Und ich wusste, dass er jetzt unter Gefahr stand. In diesen Slums ist es unheimlich gefährlich. Da ist die größte Prostitution, da ist die größte Kriminalität. Jeden Tag werden da Menschen ermordet und getötet. Drogendeal und alles Mögliche ist da und eine Armut. Es ist einfach schrecklich. Und jetzt wollte dieser Mann, der so ein schönes Haus hat, so viel ja, zusammengebracht hat und so weiter, sich darum kümmern. Ich fand es schön. Ich sagte ihm nur, pass auf, ich werde für dich beten. Wenn der Herr dich berufen hat, dann musst du gehen. Und wir wollen auch als Gemeinde hinter dir stehen. Und eines Tages bin ich ihn dann besuchen gegangen. Und dann finde ich ihn in einem ganz einfachen Häuschen gekniet vor einem mann im rollstuhl und da hat er die wunden dieses mannes behandelt kniend von diesem armen mann aus einer brasilianischen favela ich war erstmal sehr erstaunt denn ich dachte ja er würde ja mit seinem geld was tun er könnte ja einen haufen leute anstellen und die sich einbringen würden, um jetzt einen Unterschied an dem Ort zu machen. Nein, er hatte viel mehr verstanden als ich. Er ging selber, und da habe ich ihn gefunden, kniend vor diesem Mann. Und dann wusste ich auch eins, ich wusste ganz klar, dass dieser Mann die richtige Haltung hatte, um diesen Leuten zu helfen. Ihm ist in den 15 Jahren, in denen er da gearbeitet hat, nie was passiert. Er war geliebt wie kein anderer an dem Ort. Er hat die Herzen dieser Menschen erobert. Nicht, weil er viel gegeben hat, sondern weil er einfach diese dienende Haltung hatte. Und das ist das. Was der Herr wunderbar gebraucht hat. Nach zehn Jahren war dieser Slum ganz anders. Natürlich hat er auch finanziell was eingebracht, um dass die Leute sich selber helfen konnten und so weiter, kam auch dazu. Aber das Erste war diese Haltung, diese demütige Haltung. Und dieses, diesen Weg ist der Herr noch viel, viel weiter gegangen. Er kam nicht aus einem schönen, reichen Haus sondern er kam vom Himmel, vom Himmel, Schöpfer. Und jetzt sitzt er vor seinen Kreaturen oder er kniet vor seinen Kreaturen und sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Stolz ist einfach mit unserem Herzen verbunden. Alle haben wir Probleme damit. Alle wollen wir uns selber feiern und selber im Zentrum stehen. Aber ganz wichtig: nur die Demütigen können wirklich lieben. Nur Demütige können lieben. Jemand sagt, es weiß nicht mehr, wer es war, sagte, unsere Fähigkeit zu lieben, ist direkt anteilig zu unserer Bereitschaft als demütige Diener zu dienen. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz, ich lese ihn nochmal. Unsere Fähigkeit zu lieben ist direkt proportional oder anteilig zu unserer Bereitschaft als demütige Diener zu dienen. Umso demütiger, umso mehr wird die Liebe... Gottes durch mein Leben fließen. John MacArthur sagte: Je demütiger jemand ist, desto weniger interessiert ist er in sich selbst, desto größer ist seine Fähigkeit, sein Leben in das Leben anderer zu investieren. Das ist eine große Wahrheit. Jesus sagt es noch besser: Er sagte, wenn ein Weizenkorn nicht zu Boden fällt und stirbt, bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht, bringt es viel Frucht. Ja, der, dieses Weizenkorn muss täglich sterben, muss täglich sterben. Und diese, diese Demut, wie lerne ich sie? Einfach indem ich zu Jesus schaue. Wenn ich nicht demütig bin und mich jetzt auch wieder ins Licht stelle und ja, was für mich und so weiter, dann habe ich von Jesus weggeschaut. Denn wenn wir zu ihm schauen und ihn sehen in seiner Herrlichkeit alles gelassen und jetzt sehen wir ihn kniend vor diesen ja groben Männern, da fehlt noch so viel. Demütig tut er seinen Dienst. Deshalb sagt auch der Apostel Paulus in Philippa 2 von 5 bis 8 den Philippern, sie hatten auch ihre Probleme in der Gemeinde, da gab es auch Streit zwischen Leitern, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Schaut auf Jesus, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Dies ist der Weg, auf Jesus zu schauen, was er getan hat. Aber nicht nur das. Lesen wir hier einfach diese Tätigkeitswörter, diese Verben. Guck mal, was Jesus getan hat, und das sagt Paulus: So sollt ihr auch leben. Jesus wurde ja nicht entäußert. Jesus wurde ja nicht erniedrigt. Was sagt der Text? Er entäußerte sich selbst seine Entscheidung, den niedrigen Weg zu tun. Da steht, er nahm selbst die Knechtsgestalt an. Es wurde ihm nicht vom Vater gesagt, so. Jetzt musst du so, er freiwillig, er erniedrigte sich selbst. Interessant, dass dieses sich selbst wird er immer wieder betont. Und er war bis zum Tode gehorsam. Es ist eine Arbeit, während ich am Tag so wandere und gehe. Menschen begegne hier und da, es ist ein Arbeiten in sich selbst, ein Erlauben, dass der Herr mein Herz durchschaut und sagen, Herr, vergib mir hier, war ich wieder stolz, hier habe ich wieder den ersten Platz genommen, hier wollten sich meine Knie wieder nicht beugen. Und einfach sagen so, es wird jetzt anders, sich selbst zu erniedrigen, indem wir auf Jesus schauen. Die zweite Haltung, die Jesus von seinen Jüngern erwartet, auch wieder nichts Neues. Liebe, Liebe, den liebevollen Dienst. Sie saßen ja alle am Tisch und plötzlich sagten wir schon, oder wir können es ja hier lesen, ja, und beim Abendessen, nein, Vers. Äh, Vers 4. Da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm eine Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ja, wir lesen es oft, wir haben es auch immer wieder gelesen. Aber es ist immer schön, wenn wir uns da auch so ein bisschen reinbringen in diese Situation. Wie schwer ist es, vom Tisch aufzustehen, nicht wahr? Da fehlt Salz beim Essen. Ja, es ist da. Aber wer will schon aufstehen? Und da sage ich so leicht zu meinem kleinsten Sohn oder Kind: Steh auf und hol das Salz bitte. Aber selber will man doch nicht. Vom Tisch aufzustehen ist so schwierig. Jesus stand auf. Warum? Hat er was gefehlt? Ja, es fehlte was. Die Füße, die Füße waren schmutzig, die waren dreckig. Damals brauchten ja die Leute nicht die schönen Schuhe, die wir heute haben, sondern Sandalen. Und da liefen auch barfuß, wenn sie ganz arm waren. Und man weiß, dass die Füße schwitzen, besonders Männerfüße. Und wie der Staub dran klebt, also du brauchst mit staubigen, mit, mit geschwitzten Füßen, heiß wie es da auch ist, nur 200 Meter auf, einem, auf einer Staubstraße, da sind die braun. Und jetzt haben sie ein Problem. Sie sitzen ja nicht mit den Füßen unter dem Tisch. Der Tisch war ja nur so niedrig, der war ja 40 Zentimeter, oder vielleicht 50. Und sie liegen ja am Tisch. Und meine Füße sind ja da. Am Kleid vom nächsten, der ja auch so liegt. Und jetzt sind sie da schön. Also ist es ein Fest. Und die schmutzigen Füße, die stören. Keiner fühlt sich wohl. Und die Jünger haben ja an alles gedacht. Sie haben ja das Passamal fertig gemacht. Da war alles, was sie brauchten. Und sie haben ja auch Schüssel, Tuch, Wasser, war alles da. Da war nur ein Problem. Da fehlte der Sklave, der, der sich erniedrigen konnte, um das zu tun. Lukas wurde heute schon gelesen. Er schildert das. Und er sagt: Unter ihnen entstand auch ein Streit darüber, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Beim Abendmahl ich kann es ganz genau zusammen mitbringen mit dem was hier jetzt passierte. Sie wollen ja nicht sagen, weißt du Andreas, du bist doch der kleinste, der jüngste, du wächst jetzt mal die Füße. Nein, sie machen das ganz anders raffiniert. Sie machen das ganz anders schlau. Sie gehen vom größten. Also, fangen wir mal bei Petrus an. Nee, Petrus, das ist so die rechte Hand Jesu. Der ist ja sogar über Wasser gegangen. Und so, nee, der Petrus, das, nee, der Petrus nicht. Und der Jakobus und der Johannes natürlich auch nicht. Das waren ja schon, die gehörten ja so zum engen Kreis vom Herrn Jesus. Und der Bartholomäus, ja, womöglich auch nicht, das war so der Älteste, glaube ich, wird uns nicht gesagt. Und so gingen sie dann ab und haben dann einfach die, die groß waren, die wurden dann die kamen dann nicht auf die Liste um Füße zu waschen. Und so fängt dann diese ganze Diskussion an. Und Jesus ist da. Und schaut sich das an und hört zu. Und dann steht Jesus auf, dreht sich, geht bis zur Schüssel und so, kommt dann mit der Schüssel, geht Wasser rein und so weiter. Ja, Jesus stand ja gar nicht auf der Liste. Der ja sowieso gar nicht. Jesus, nein, das geht doch gar nicht, dass Jesus einem die Füße wäscht. Und Jesus steht auf und er tut diesen Dienst. Und Johannes im Vers 1, also Johannes, er, er kann nicht anders als sagen: Wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannes sich einfach als einen kleinen Dreck da vorgestellt hat und vielleicht die anderen auch. Jetzt wächt der Herr Jesus, mir die Füße. Ich habe es gar nicht verdient. Also das geht doch gar nicht. Wir wissen, welche Einstellung Petrus hatte. Die total zurückgezogen, sagt Jesus, das geht nicht. Ich lasse das nicht zu. Das war dann mit einmal der innerliche Kampf, den sie hatten. Jesus hätte hier einfach ein Donnerwetter loslassen können. Also das wäre gar nicht ungerecht gewesen. Wenn ich jetzt hier diese Jüngerschaftsgruppe hätte, da hätte ich gesagt, so Leute, jetzt reicht es mir. Ihr habt ja nichts gelernt. Jesus sagt kein Wort. Das ist erstaunlich. Kein Wort, kein Donnerwetter, gar nichts, keine große Lektion jetzt, nichts. Johannes sagt, und er liebte uns, und er liebte die Seinen, auch wenn wir es alles nicht verdient hatten. Und wir können so dankbar sein, dass der Herr uns so liebt, so liebt. Ich sehe mich immer nur in diesen Jüngern. Und Jesus sagte: Ein neues Gebot gebe ich euch im Kapitel 14 und 16, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So geliebt hatte niemand bis dahin. Und in dieser Liebe sollen wir und können wir dienen. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen an: ich habe ein paar Punktchen hier, wie diese Liebe wirklich aussah im Verhältnis mit dem Dienst. Erstens, Jesus dient die Seinigen in ihrer Not. Jesus macht hier nicht ein schönes Theater oder eine Dramatisierung, um zu zeigen, wie es geht. Nein, da ist jetzt wirklich eine Not, da ist jetzt wirklich ein Problem. Und er packt an und er greift an und er macht es sehe ich und mir die not sehe ich die not meiner frau die not meiner kinder des ehemannes vielleicht irgendeinen verwandten sehe ich die not auf meiner arbeitsstelle arbeitskumpel die not in der gemeinde wo ich mich einbringen sollte vielleicht kleiner oder großer dienst ich weiß nicht aber da, wo eine Not ist, da soll ich wirklich beten und sagen, Herr, willst du mich da gebrauchen? Oder einfach, ja, rein und mithelfen. Wenn es ein längerer Dienst ist, dann sage ich, wichtig, dass man es auch durchbetet und nicht auch einfach nur schnell übernehmen, weil deine Not ist oder weil jemand es gesagt hat. Aber es gibt viele kleine Nöte, wo wir helfen können, die nicht viel kosten und wo wir einen Unterschied im Leben der anderen machen können. Als seine Kinder sollten wir nicht versuchen, dem Dienst zu entgehen, sondern die Gelegenheit nutzen, seine Liebe anderen dadurch zu zeigen. Zweitens, Jesus diente mit Ausdauer. Weißt du, was es heißt, zwölf Männern die Füße zu waschen? 24 mutzige füße geht bestimmt nicht gut und jesus tut es ich hätte es ja ganz anders pädagogisch gemacht ich hätte so gesagt so ich werde dem petrus die füße waschen petrus du wächst dem johannes die füße johannes dann dem anderen und so und dann sind alle füße gewaschen nee. die einstellung war ich wasche, ich bin zu hoch, um die Füße zu waschen. Also hat Jesus jedem die Füße gewaschen. Mit Ausdauer angefangen bis zum Schluss hat er es getan. Wie oft beschwere ich mich, weil ich denke, dass ich zu viel zu tun habe, weil ich denke, dass meine Arbeit zu schwer ist, dass es zu schwierig ist. Und es hat bei mir auch Zeiten gegeben wo ich das Tuch einfach wegwerfen wollte, die Schüssel zertrampeln wollte, zertrampeln wollte und einfach alles liegen lassen. Ja, Jesus diente mit Ausdauer. Denk daran, denk an diese Geschichte. Drittens, er diente alleine. Niemand hat ihm geholfen. Zwölf Männer saßen da. Und schaut hinzu, wie er wusch. Ob seine Knie geschmerzt haben? Ganz gewiss. Von einem zu anderen. Und es war nicht, wie wir die Füße waschen. Wir ziehen ja nur die Strümpfe aus, sind ja schon Wasser ein bisschen drüber, fertig. Nein, Jesus macht ganze Sache, hat nie was Schlechtes gemacht. Auch diese Füße hat er wirklich gut reingebracht. Keiner konnte reklamieren von seinem Dienst. Aber er hat alleine gedient. Zwölf Mann schauen zu, niemand hilft. Wie oft beschwere ich mich, dass ich allein dienen muss. Aber es ist einfach so. Jesus ermutigt uns im Dienst standhaft zu bleiben. Auch wenn wir es alleine tun müssen, das Leben derer, die dienen, ist oft recht einsam ist oft recht einsam. Viertens, er diente ausnahmslos, durchgängig. Er schaute nicht, wem er was Gutes tat. Er sah, es war eine Not und er tat es. Niemand hat es verdient und Jesus tut es auch nicht, weil sie es verdient haben. Da bewegt sich die Liebe. Unverdient wird gedient. Manchmal werden wir von Menschen müde. Manchmal sind wir auch so enttäuscht. Jesus hatte viele Gründe, enttäuscht zu sein und sich auch zu distanzieren. Aber er liebte sie und er liebte sie bis zum Schluss. Vielleicht die größte Schwierigkeit in diesem Text ist, Jesus gekniet vor den Füßen Judas zu sehen. Dieser schreckliche Mann, den er zu seiner Familie reingezogen hat, dem er alles gegeben hat, genau wie allen Jüngern. Und jetzt verrät er Jesus so schrecklich verkauft ihn für Geld. Und Jesus wusste es, vom Vers 11 können wir es absehen und andere Verse auch. Und Jesus ist da auch kniend vor diesen Füßen, dieser Mann, der ihm das Leben zur Hölle macht. Wie sieht es bei mir aus mit den Menschen, die mich nicht mögen, vielleicht meine Feinde sind? Ist die Liebe in mir so groß, dass ich da einfach auch einspringen kann und helfen kann und diese Person segnen kann? Das ist die Liebe, von der der Apostel Paulus aus 1. Korinther 13 sprach. Die Liebe ist langmütig und gütig und so weiter. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Jesus sagt: Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Auch das ist drin. Zu lieben, den größten Feind oder die schwierigste Person. Und letztens, er diente selbstlos, ohne was zu erwarten. Liebe muss vieles ertragen. Vieles ertragen. Meistens ist es ganz schnell vergessen, was du dem anderen Gutes getan hast. Da, wo du geholfen hast, da, wo du dich eingesetzt hast, da, wo du ja in Beratung vielleicht Besuche, vielleicht die Hand in die Tasche gesteckt, wenn es bei dir schon knapp war, um einem anderen zu helfen. Es wird oft so schnell vergessen. Manchmal kommt kaum ein Dankeschön. Und manchmal haben wir selber Bedürfnisse. Wie es auch Jesus jetzt hatte, er steht ein paar Stunden vor der Kreuzigung. Nur Maria salbte ihn. Niemand merkte das Drama in seinem Herzen. Aber nicht das wurde vor, vorangestellt oder vorgestellt, nein, nicht das Ich und meine Bedürfnisse, sondern diese Liebe zu meinem Nächsten. Während des Abendmahls, während dieses Abendmahls, denkt daran, ich hatte es auch noch nie gehört, hatte nur ein Mann unsaubere Füße. Und das war nicht Petrus, nicht Johannes und es war nicht mal Judas, der war da schön mit seinen sauberen Füßen. Es war der Herr Jesus selber. Und das ist herzzerbrechend. Mir wollen die Tränen kommen, immer wenn ich das sehe, wenn ich das hier so erlebe. Keiner hat gesagt, Jesus, jetzt komm, jetzt werde ich dir deine Füße waschen. Mit diesen staubigen Füßen ist Jesus ans Kreuz gegangen, einige Stunden später. Dieser Staub von diesen Straßen, die er ja da an seine Füße mitgenommen haben, die repräsentieren unsere Herzherzigkeit, unser Stolz, unser Hochmut, dem Nächsten dienen zu wollen. Aber Gott sei Dank, er nimmt nicht nur den Staub der Straßen. Wer auf Jesus schaut, dem nimmt er die Sünden ab. Und das, was er jetzt getan hat oder einige Stunden später, war noch viel größer. Als ich vor diese Männer kniend die Füße zu waschen, aber ans Kreuz zu gehen, um den Preis zu bezahlen, den wir, du und ich, niemals bezahlen könnten, um ein ewiges Leben zu haben. Es war noch so viel größer. Und so hat er uns geliebt, 1. Johannes, er hat uns zuerst geliebt. Damit wir auch lieben können. Und er ruft uns auch heute auf, wenn du Jesus noch nicht kennst. Jesus hat dich lieb, er ist auch für dich ans Kreuz gegangen, er hat dort unheimlich gelitten. Er hat den Zorn Gottes, den du verdient hast, einfach auf sich genommen, um dass du frei davon bist, und sein Blut ist vergossen, wie wir es jetzt gefeiert haben, damit wir ein reines Herz vor Gott haben, Gemeinschaft mit ihm und ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das ist gekennzeichnet, nicht, dass wir zur Kirche kommen, zu Versammlungen und so weiter, natürlich ist das auch ein Teil davon, aber dass wir den Dienst an unserem Nächsten tun, in Demut und in Liebe. Und seine Kraft ist mächtig in einem jeden von uns, wenn wir uns auch heute wieder hierher vor dem Herrn stellen und sagen, Herr, hier bin ich, vergib mir, gebrauche mich. Ich möchte dieses Beispiel hier wirklich zu Herzen nehmen, wie du es getan hast und mich so gesegnet hast. So möchte auch ich meinen Nächsten segnen. Wir wissen nicht, wie lange wir es noch haben. Heute Morgen, als wir aufstanden, hat uns eine Nachricht erschüttert. Es sind jetzt vor genau sechs Stunden, es ist die Mutter unseres Schwiegersohnes verunglückt mit dem Auto. Ein großer Elch vorgelaufen in Kanada. Und mit dem Auto konnte sie nicht ausweichen, frontal reingefahren und sie war in zehn Minuten tot. In meinem Alter ungefähr, frisch eigentlich noch voller Leben, viel geplant fürs Alter und so weiter. Und jetzt wird die Begräbnisstunde vorbereitet. Tue das, was der Herr von dir erwartet. Auch noch heute. Jede Stunde, die dir gegeben worden ist, ist ein Geschenk, dass diese Liebe, die er dir ins Herz gegeben hat, andere Menschen bewegt, umkrempelt. Und dieses kann nur passieren in der richtigen Haltung, in der Haltung der Demut und der wahren Liebe vom Herrn. Der Herr segne euch, der Herr segne uns. Amen.